Einen wunderschönen guten Tag. Es geht wieder los. Mehr oder weniger muss man sagen. Ja. Denn gleich die erste Neuigkeit im ersten Video der Saison ist, ich bin nicht mehr mit dabei. Also beziehungsweise nicht mehr so häufig. Also ich bin natürlich noch Teil des Teams. Ich bin auch gerne noch Teil des Teams, unterstütze, wo ich kann. Aber ich habe einen neuen Job in Wolfsburg als Testingenieur. Und da ist es für mich leider nicht möglich, zu den Rennwochenenden mitzukommen. Aber dazu gleich mehr, weil gleich stellen wir auch euch den kompletten Saisonplan vor. First of all, aber... Es gab eine große Neuerung. Es gab eine sehr große Neuerung. Mhm. Ihr kennt das ja, wir sind ja immer mit den Hänger zu den verschiedenen Rennwochenenden gefahren. Und natürlich ging das, weil du hast ein Wohnmobil und du hast einen Hänger und noch einen Crafter, wo alles drin ist. Das geht natürlich alles. Aber wir wollen ja immer professioneller werden mit der Zeit. Und deswegen haben wir uns jetzt... was gegönnt, würde ich sagen. Ne? Wir haben eine Investition getätigt, sage ich mal so. Wir haben ein bisschen aufgerüstet. Ziel war vor allem auch, wenn wir teilweise mit 3 Fahrzeugen zur Rennstrecke angereist sind, um das ein bisschen runterzukriegen, um einfach auch ein bisschen professionelleres Auftreten zu kriegen. Ja. Genau. Ich drehe jetzt die Kamera einfach mal. Tada! Ich weiß gar nicht, ob alles vom Bildschirm ist. Oh ja, ist es. Guckt euch das an. Wie lang ist das Ding? 14 Meter? 14 Meter. 14 Meter, ja. Das haben wir nämlich gekauft. Oh, ist das schön, oder? Schon alles beklebt. Wenn ihr bei uns fahren wollt, könnt ihr einfach anrufen. Das ist übrigens Lukas private Nummer für alle alleinstehenden Frauen, die vielleicht die Videos gucken. Also, das ist unser neues... Baby klingt immer so dämlich. Unser neues Teamgefährt. Unser neues Teamgefährt ist das. Das haben wir gekauft vom Roland Gumpert. Genau, von Gumpert Automotive. Damit wurde immer die, damit wurde immer die Nathalie transportiert. Da ist auch ein Bild drin sogar. Stimmt. Zeigen wir euch gleich den Innenraum. Roomtour. Roomtour, genau, genau. Nee, aber das gibt eigentlich ein ganz gutes Auftreten, auch fürs Team. Man kann sich da drin aufhalten, es ist nicht so beengt wie im Wohnmobil, sondern man hat da wirklich eine Sitzecke drin. Es war halt auch bei schlechtem Wetter schön, kann sich reinsetzen, es beheizt und. Das ist schon. Und für unsere Teamgröße und da, wo wir jetzt stehen, halt von der Größe her auch voll in Ordnung. Genau, es ist perfekt. In 2 Jahren kommt dann Motorhome. Ne? Aber ach so. bis jetzt reicht das erstmal. Und genau, da können wir dann immer zu den Rennevents fahren. Mhm. Roomtour gibt es wie gesagt gleich, aber erstmal zu den Rennevents. Wir werden dieses Jahr nicht fest in irgendeine Rennserie eingeschrieben sein. Genau. Ja. Wir fahren überall Gaststarts. Rennkalender findet ihr bei uns auf Instagram-Seite oder auf der Website. Ja, genau. wir sagen es jetzt trotzdem nochmal, wir starten in der RCN. Immer 2 Leute. Einmal Lukas fährt, einmal fährt der Hendrik. Den werdet ihr bestimmt auch noch kennenlernen, weil du das nächste Mal... Wir sind schon einen RCN aufgefahren, aber da wir das alles zur Einstimmung und so weiter genutzt haben, gibt es davon kein Video. Aber für den nächsten RCN gibt es ein Video, das du machen und ich schneiden wirst werde. Richtig. Stefan Schäfer wird auch einen Lauf mitfahren. Kennt ihr noch aus der SCT. Genau. Aber das dann alles mit der Zeit. Also, richtig. Ja, wir werden dann noch CTT fahren. CTT steht auf dem Programm, BMW Challenge steht auf dem Programm und Minicup im Rahmen vom Histocup Österreich steht auf dem Programm. Genau, also viele verschiedene Dinge. Viel Neues. Viel Neues, viel mehr Läufe als im letzten Jahr auch. Viel mehr, ja. Dadurch, weil allein RCN sind schon 7 Läufe und dann haben wir noch CTT 2 oder 3. Einer, glaube ich. Ach, ja. Nur einer, der beim Nürburgring ist. Genau, Histocup 2-3 Läufe, BMW Challenge 2 Läufe. Genau. Also es würden auf jeden Fall im zweistelligen Bereich sein. Umso trauriger, dass ich nicht dabei sein kann. Das stimmt. Ich wollte schade sagen und hab die Steigerung von schade gesucht, aber schade gibt es nicht. Egal, gut. Also das dazu. Wie gesagt, wenn es euch mehr interessiert, dann könnt ihr auf die Website schauen oder auf Instagram, da steht alles. Richtig. Und ich persönlich werde auf jeden Fall beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mit dabei sein, wo ein RCN-Lauf stattfinden wird und ein CTT-Lauf stattfinden wird. Und dann denke ich, weil wir ja auch ein bisschen mit Falken zugange sein werden wir auch euch am 24-Stunden-Rennen mal mitnehmen. Ich denke, das sollte klappen. Ja. Ja, ich denke auch, das wird cool. Gut, so und jetzt kümmern wir uns nochmal darum. Hallo Uwe. Hallo Philipp. Das darf nicht fehlen, das darf nicht fehlen. Genau, wir fangen jetzt erstmal mit vorne an.
das ist sozusagen die Zentrale fürs Team. Gibt es eine kleine Treppe nach dir. Hier geht es zur Garage übrigens. Und hier sieht man schon Nathalie. Ich habe hier ein bisschen Zeug, also lasst euch davon nicht stören. Hier sind zwei Betten, die man nutzen kann. Hier unten für Staumöglichkeiten. Extrem viel Stauraum, kriegst hier schon viel unter. Hast die Schlafplätze, den Tisch kann man halt wie gesagt in der Höhe verstellen. Hast hier nochmal Schlafplätze, hast eine voll ausgestattete Küche drin. Kannst dich im schlechten Wetter hier reinsetzen, hier drin gemütlich essen. Heizung, Klima ist drin. Was willst du mehr? Alles, was das Rentier braucht. Genau. Richtig. Ja. Eigentlich wär's das jetzt schon, oder? Also ich meine, ja, richtig. Viel ist es ja hier jetzt wirklich nicht. Nee, hast halt ein bisschen eine gemütliche. Genau. Kannst dich hier mal gemütlich hinsetzen. Gerade wenn wir so viel am Nürburgring sind, wo es oft regnet und oft Scheißwetter ist. Richtig. Ganz besonders am Anfang und am Ende des Jahres. Zwischendurch auch mal. Nee, können wir das hier nutzen und das ist schon schön. Ich als Renningenieur könnte ich mich auch mit meinem Laptop hinsetzen und ein bisschen Datenauswertung machen. Das ist ein voll cooles Tool, das muss ich dir nochmal erzählen. Aber machen wir später. Gut, ja, okay, das wäre hier vorne und der Uwe hantiert hinten schon fleißig und wir besuchen ihn jetzt. Richtig, ich glaube, das ist gerade vollgestellt, da können wir nicht durch. Ja, gut, dann gehen wir hinten rein, auch kein Problem. Hallo Uwe. Gut, hier oben könnte theoretisch, also eigentlich ist es Stauraum, aber hier oben könnte theoretisch auch noch mal jemand schlafen. Philipp, schau. Ja. Extra für dich schon mit eingelaufen. Da kann ich es dann da oben hinstellen. Da habe ich dann so einen Daumenbreit Platz zwischen meiner Nasenspitze und der Decke. Gut, ja, den Wagen kennt er ja auch gut. Hier ist der Reifenwagen, Felgenwagen, das ist Zelt oder beziehungsweise das Gestänge vom Zelt zusammen mit dem Wagen. Und jetzt noch, wir haben einen neuen Sponsor für diese Saison. Richtig, wir haben HZ mit an Bord. Genau, das ist ein wunderschöner, wunderschöner Werkzeugwagen, das muss man mal sagen, alles was recht ist. Ne? Wunderschöner Werkzeugwagen, natürlich auch voll ausgestattet. Mit wunderschönem Werkzeug. Richtig, wir haben den noch ein bisschen geupgradet mit mehr Sachen, dass wir da noch mehr unterbekommen. Aber ja, haben wir HZ dieses Jahr mit an Bord, unterstützt uns insofern natürlich auch, wenn wir jetzt mit teilweise zwei Fahrzeugen an die Strecke kommen, brauchen wir auch mehr Werkzeug. Das hilft auf jeden Fall ungemein. Genau, hier hinten werden dann die Autos logischerweise reingefahren. Wir haben hier vorne irgendwo, genau da vorne haben wir eine Winde, wo wir die auch hochziehen können. Ja, macht es halt auch mal deutlich einfacher, geht schön aufzuladen. Genau, genau. So, das ist alles hydraulisch, logischerweise angesteuert. Jetzt gehen wir nochmal auf die Außenbeklebung ein. Gut, hier haben wir die ganzen Sponsoren. Castrol natürlich, die wir von Anfang an schon hatten. HZ seit diesem Jahr. Versicherheitszentrum Sachsenring, beziehungsweise Sachsenring an sich, den haben wir seit letztem Jahr. Genau, seit letztem Jahr. Letzten Jahr ist es Sponsor. Falken sind wir von Anfang an mit dabei am Start. Uwe Service Garage, logischerweise Uwe, der den größten Teil vom Spaß hier bezahlt. Und so nett wart ihr, du kriegst gleich einen Drücker dafür. Natürlich kommst du mit drauf. Dass mein Logo auch noch mit drauf ist. Aber im Auto ist es ja auch mit drauf. Hier ist man, ne? Da zum Beispiel, oder, ach, hier unten ist er gar nicht. Es war beim R56, dass er unten war, ne? Hier. Gut, das sieht hinten so aus. Ja, hinten kommt auch nochmal die Sponsoren drauf, da haben wir bloß noch nicht alle Aufkleber. Genau, Team B mit dem Mini, mit dem R56. Eigentlich sollte der ein bisschen anders ausschauen, aus irgendeinem Grund hat das nicht geklappt. Ich habe nämlich eigentlich ein schönes Artwork davon gemacht, aber gut, ich meine... Das ist verschwunden. Ja, das ist verschwunden. So, hier ist QR-Codes, also groß genug, dass man im Fahrerlager oder auch wegen mir auf der Autobahn, genau, das mit dem Handy einscannen könnte. Natürlich nur der Beifahrer, ne? Weil wir unterstützen nicht das Handy am Steuer. Ganz wichtig. Link zu unserer Website, Link zum Video von 2022. Das kann ich auch nochmal da oben verlinken. Hier auf der anderen Seite auch nochmal die Sponsoren drauf. Das Team B Motorsport Logo in leicht größer, ja, aber nur leicht. Das war eine gewisse Herausforderung beim Folieren. Das glaube ich sogar. Zum Glück musste ich nicht folieren. Ja, und hier nochmal das Mini-Logo. Und für die von euch, die es nicht genau erkennen, das sind nicht die BMW M-Farben. Würde nämlich ja gar nicht Sinn machen bei uns mit Mini. Richtig. Auch wenn Mini BMW ist, aber hat ja eigentlich trotzdem da nichts damit zu tun. Sondern das sind die Falkenfarben. Korrekt. Hier haben wir da hinten dafür bei dem Falken-Logo nicht, sondern das ist das weiße Falken-Logo mit dem roten Strich beim F. Und da haben wir das
rote, den roten Strich beim F, ne, oben drin, genau. Und das Feigenblau und das Feigen, naja, grün will Türkis. Richtig. Sagen, und ne? Dann haben wir was jetzt bei deinem Entwurf nicht mit drauf war. Genau, vorne noch Falken drauf. Vorne habe ich nichts gemacht. Genau. Ja, und Zugmaschine ist ein V6 Turbo Diesel. Oder Biturbo? Ne, Turbo. Biturbo, glaube ich. Biturbo Diesel? Okay. Also V6 Biturbo Diesel mit wie viel Leistung? Genug. Also 3 Liter V6 zieht das Gespann hier auf jeden Fall. Also ist sehr angenehm, das Fahren. Ja, genau. Ist eine Doppelkabine? Ist da auch. Ja, ist da auch nicht. Nein, ist er nicht. Ist ja auch nicht so, ist ja jetzt auch nicht so wild. Ist ja auch nicht so wild. Es ist halt eine Doppelkabine, vorne zwei Sitze, hinten nochmal drei Sitze. Das ist unser Schmuckstück. Genau. Da geht es nächste Woche wieder zu RCN mit. Genau. Da darfst du dann die Kamera mitnehmen. Richtig. Ich nehme nur die Speicherkarte mit, du musst eine neue reintun. Ja. Und dann.